Hier bin ich, der liebe Konke. Spielen wir heute mal Control allein und verlassen. Im. Keine Ahnung. Hauptsache Spaß. Alleine mit mir. Im Rumspielen. Der Junge bängelt einfach weg und macht. So, Kontrolle. Wollen wir nochmal gucken, hier anzeigen mit der. Ja, das geht nur unter. Dark 12. Das ist gut. Weight Racing wollen wir alles haben. Wollen wir alles anhaben. Wenn wir den Kack schon haben, möchte ich alles. Lautsprecher, Kopfhörer habe ich auch. Kopfhörer. Und natürlich machen wir auch an, weil ich nicht immer mitlesen und. Ihr wisst schon. Könnt ihr selber lesen. Wenn ich mal zwischenquatsche. Kurze Warnung. Aber nur kurz, bitte. Das wird schräger als sonst. Okay. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Was hab ich? Ich weiß, ich hab dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder. Und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Ja, kenne ich. Ich habe nicht mit der Wand vom Poster. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Alan Wake 2, alle Alan Wake 2 Spieler wissen jetzt, die. Und das Poster. Eigentlich spiel ich falsche Reihenfolge, ne? Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Ist ja Crossover. Ich habe in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer. Und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Wieso? Was hast du? Hallo? Ja, ich sehe. Ich muss kurz rausgehen, weil. Ah, läuft doch. Alles gut. Ja, keine Abbrüche, Probleme. Das hat er auch gemacht. Guck mal. Konkipot. Oh, jetzt bekommst du den gar nicht. Was ist denn da los? Ist schon lustig. Ja. Dann gehen wir weiter ins Spiel. Yes. Aber was ist das? Ich kann es fühlen. Es halt nach. Was du schön. Zeigst, meine Gute. Alles nur ein. Also ich bin hier jetzt reingegangen. Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss.
Und draußen ist alles natürlich. Halt mal. Nee. Ich glaube, ich muss. Wo sind denn alle hin? Jemand muss mir die richtige Richtung sagen. Ja, jemand. Unerlaubte Waffen. Federation of Control. Patriot Laptop, Smart Uhrens, Phones, Spielgeräte. Also andere smarte Beistifte, HB. Gummiente. Okay, ist alles verboten. Ach, schöne Loschen, schnell. Und springt. Das ist cool. Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Für seine Überwachung dazu ein ECD in dem Büromaterial, Hausmeister, Kosten, Fungus, Entfernung, Hundehaltskosten. Okay. Guck mal, oh geil. Post, Rohrpost. Und mit Luft funktioniert mit Unterdruck und Überdruck und die Tür ist schon wieder offen. Eigentlich? Ja, Toiletten. Ich muss alle Räume durchsuchen. Alle Räume. Durch den Besen. In der. Ne, ich muss Tüte machen. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie. Direkt vor meinen Augen. Lange habe ich sie gesucht und. Keiner zu Hause. Haben alle Urlaub? Ist heute ein Feiertag? Habe ich irgendwas verpennt? Hai in seiner sicheren Genehmigung zum Protokoll erschießen. Glück. Okay. Hai gesehen, erschossen. Glück. Ich finde das schwer zu albern irgendwie. Wieso schreibt man denn sowas? Wie kann man das gleich wegschmeißen? Das schreibt man ein bisschen. Hallo? Ach, guck an. Hey! Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeister, Assistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Da drüben. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen... Es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Was? Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ist es hier? Achso. Ist schon crazy. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du? Ich bin tief in der Behörde ein. So ähnlich wie Alice im Wunderland, ne? Das Loch.
Ich glaube, um das Efficient Business Alan Wake zu verstehen, sollte man das Spiel aber auch spielen. Weil es lässt Alan Wake in einem ganz anderen Licht dastehen. Hallo. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder. Er ist immer da an der Wand. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Dienstdienstgelände, Blauen, Scholz sein. Verfassung für die. Ja. Ökonomie. Kann man den mal ausmachen hier? Das ist ja unerhört. Ich hab nicht meine Taschen. Ich vermisse die Taschenlampe von Alan Wake, echt. Meine Taschenlampe und ich. Verkehr. Ja, Verkehr ist geil. Jo, Schriftverkehr. Ja, ja, ich muss immer. Beb, beb. Ach du heilige Kacke. Soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Was? Oh, schönes Bild hier. Sieht aus wie Matepri. Was zum Teufel ist das? Was ich hier suchte, droht mir zu entgleiten. Ach nein. Warum das? Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Alan Wake 1 überlebt, der hat gewonnen. Kannst du Alan Wake 1 auch die Kurzvideos doch? Die gab's ja auch, ja. Sieh dir das an. Ja, wo bin ich? Oh, okay. Dieselbe Waffe. Okay. So, jetzt habe ich eine Waffe. Ja, geil. Gefällt mir. Ich kann gerne. Oh, nein, also habe ich ja.
Also wahrscheinlich gar nicht Kopf nehmen oder so. Wow. Okay. Was ist das denn hier? Muss man einsammeln? Nein. Was war das? Du schwingst, wir schwingen die Waffen. Was? Geradsitz. Glückwunsch. Da kommt etwas. Hast du das ganz gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Ja, ist das und gehört? Ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Nein. Ja, der Kopfschuss ging durch. Der Kopf durch. Ist es ruhiger geworden. Da ist ein Loch in der Wand. Ist das sicher? Okay. Weiß ich nicht. Ach cool, ich kann so laufen. Okay. Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. 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 Komm, mir bekannt vor alles. Immer noch nicht. Ich hab irgendwie Aua. Ich hab eine Aua gemacht. Kann man die irgendwie regenerieren? Nehmen Sie damit. Der Raum da. Da will ich hin. Dann gleich Ende. Bestimmt, das ist ein Geheimgang. Von dem ich nichts weiß. Aber doch weiß. Die Hotline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung. Okay. Zur Hotline. Oh. Sieht mal komisch aus. Vielleicht soll ich das Spiel mit Controller spielen. Okay. Hier rein. Das ist keine Berechtigungsstufe. Okay, aber...
Ich hab da steckt deine Finger jetzt. Ich muss die suchen, ich muss alles ablaufen. Ja. Ich mach's geiler, dann bin ich vernünftig. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen. Störungen unserer vermeintlichen Realität. Notieren Sie, auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Ja, danke. Ich find's schön. Ich find's toll. Bin begeistert. Hab ich Bock drauf. Oh. Hab ich lange sogar geträumt, das Spiel zu spielen. La 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 la. Das ist ähnlich wie Alice im Wunderland, wenn du buchst. Zentrale Geschäftsleitung. Ich weiß das nicht. Dieses Geräusch ist ein Ich lese die Zelle nicht. Es gehört sicherlich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Mach bloß die Musik aus. Also in Deckung gehen kann sie nicht. Gegenstände. Du hast keine Berechtigung. Das ist doof. Hier reingebrochen, ohne Vorplanung und Vorplanung. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Ach, Schnellreise, Outfit. Oh, ich kann mir das nicht. Gehören Sie zu uns? Zur Behörde? Ja. Sind Sie noch bei Verstand? Ja. Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz ja. Meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden, nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit, Sie sind die neue Direktorin. Moment, wir kommen raus.
Okay. Der hat die Fusch erschossen. Direktorin Faden? Nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. HAV. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Ja, ist tot. Entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern, das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ach, Jessie, ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also ja, die Infizierten, heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Ich könnte auch töten. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Und zwar nur eine Person drin, oder was geht da? Bist du dabei? Ja, ich gehe mit. Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Ja, tschüss. Was hörst du? Ah, hallo, Game Gamer, guten Abend. Na, was macht dein Daumen? Ich hoffe, alles gut. Reiß dir den Kopf ab! Kann ich schon wieder in den Popo stecken? Okay, viel Spaß. Mach das. Na klar, wie Kaffee. Ich hab alles. Ach ja, ich muss entschuldigen, ich hab Ton bei mir aus. Ich hör's also nicht. Deine Sound Alert. Overload Alert. Ich will es nur im Chat, wenn du schreibst. Also musst du Kaffee schreiben. Aber hab ich. Danke. Und andere Sachen hab ich. Ja, mach das. Für meine Zuschauer. Für dich und für mich. Dann können wir beides gut lesen. Danke. Ah, Mann. Ich hasse es immer, dass es so groß ist. Linear finde ich ganz gut. Oh, Schnellreisen. Schnellreisen ist geil.
bin Direktorin. Wieso habe ich jetzt nicht die Berechtigung? Ich bin doch wieder Boss jetzt. Hm. Das ist ein wichtiger Scheiß hier. Mein Bad ist...